Was wird da gerade abgefackelt? Das ist doch die Frage. In Trechwitz in Potsdam-Mittelmark, da passiert das gerade. Da geht es also heute noch mal heißer her als im Rest des Landes. Oder, Ulrike Fink? Wahnsinnig heiß. In der Einladung im Internet zum Trechwitzer Osterfeuer stand, bitte keine warmen Sachen mitbringen. Da war ich erst skeptisch, aber ich muss sagen, wenn ein 14 Meter hoher Osterhase brennt, dann brennt auch der Rücken, so wie jetzt meiner. Und hier wird nicht einfach nur Holz auf einen Haufen gekippt. Hier wurden richtig Figuren gebaut. Ein Osterhase, der sah um 18 Uhr noch so aus. Da war ein Knickohr zu sehen. Da wurden auch Ostereier versteckt. 500 an der Zahl, die die Kinder suchen konnten. Und dann tauchte auch plötzlich noch jemand ganz anderes auf, nämlich der Weihnachtsmann. Der wurde dann aber ganz schnell von den kleinen Osterhasen vertrieben. Und das Osterfeuer, das hat ja wirklich einen langen Brauch. Ach, hier sieht man noch, wie es angezündet wurde um 19 Uhr. Ein paar Minuten später stand der Osterhase dann schon komplett in Flammen. Und der Brauch vom Osterfeuer, der geht zurück bis zur Bronzezeit. Er sollte eigentlich den Winter vertreiben und die bösen Geister. Und wenn man sich dieses riesige Feuer hier hinter mir anschaut, dann kann man ganz klar sagen, hier in Trechwitz gibt es in diesem Jahr keine schlimmen, bösen Geister. Und aufgebaut hat das Osterfeuer der Freizeit- und Jugendverein hier in Trechwitz. Und neben mir stehen die Vorsitzenden, die Cousins Geidecker hier an meiner Seite. Das sieht aus wie fürchterlich viel Arbeit. Wann habt ihr denn angefangen damit? Ja, es war fürchterlich viel Arbeit. Wir beginnen meist 10 Wochen vorher, dieses Jahr am 16.01., das heißt Mitte Januar. Und es ist wirklich schon eine lange Zeit und viel Arbeit, die wir da investieren. Da müsst ihr erstmal das Holz aus dem Wald holen. Wie geht es dann weiter? Ja, genau. Also wir fahren so 4 oder 5 Wochen in den Wald. Wir holen Holz mit unseren einfachsten Mitteln. Und danach, je nachdem, wie lange wir halt Holz aus dem Wald geholt haben, so 5 bis 6 Wochen Bauzeit, immer am Wochenende, auch mal unter der Woche, wenn sich Zeit findet. Und in der letzten Woche vor Ostern haben auch viele Mitglieder Urlaub und wir bauen dann wirklich jeden Abend an dem Feuer. Und wann seid ihr fertig geworden damit? Heute früh um 8, recht kurzfristig, haben wir das Knickohr aufgesetzt aufs Feuer. Ja, war ein bisschen eng dieses Jahr, aber hat ja gestanden. Es steht und es brennt, es ist gleich vorbei. 350 Einwohner hat Trechwitz, jetzt sind hier rund ums Feuer verteilt in einem angenehmen Abstand. Um die 2000 Leute, wo kommen die her? Ja, also wir haben Gäste von überall, aus ganz Deutschland. Wir haben Leute aus Thüringen, aus Baden-Württemberg, wir haben Leute aus Bayern, auch von der Küste. Natürlich Leute aus der Region, die es kennen, aber wie gesagt, unser Feuer zieht mittlerweile Leute aus ganz Deutschland an. Da sind wir eigentlich ein klein wenig stolz drauf. Kann man auch durchaus sein und vor allen Dingen auf diese großartige Hitze und für alle Kinder, die jetzt am Apparat sitzen und denken, oh Gott, wird es morgen Ostereier geben? Ja, der echte Osterhase, der ist unterwegs, es wird Ostereier und Geschenke geben und wir nehmen jetzt ein bisschen Abstand, das wird nämlich wirklich wahnsinnig heiß hier.